Wusstet ihr, dass selbst die anspruchsvollsten Samen wie Chilis in nur 7 Tagen keimen können? In diesem Video zeige ich euch, wie das funktioniert. Meine Paprika und Auberginen, auch sie habe ich schon unzählige Male mit dieser Methode zum Keimen gebracht. Jedes Mal ein voller Erfolg. Die Keimrate? Unglaubliche 98%, selbst bei sehr alten Samen. Also bleibt dran, es lohnt sich, versprochen. Wenn ihr eure Pflanzen selber vorziehen wollt, gibt es einiges zu beachten. Kulturen wie Chilis, Paprika, aber auch Auberginen sind besonders anspruchsvoll. Das Abenteuer beginnt schon bei der Aussaat. Diese wärmeliebenden Schönheiten keimen nicht unter 22 Grad Celsius. Und bei schlechter Samenqualität, da kann selbst die richtige Temperatur nicht wirklich garantieren, dass der Keimling dann genug Kraft hat, nach oben zu wachsen sozusagen. Chilisamen sind sowieso eine Klasse für sich, denn in ihrer natürlichen Umgebung, den warmen Ursprungsländern, verbreiten sie sich durch Vogelkot. Klingt verrückt, oder? Die Vögel fressen die Chilis, die Samen durchlaufen den Verdauungstrakt, wo sie dann durch Reibung an Sandkörnern, ja, Vögel fressen auch Sand, eine Art Skarifikation, eine natürliche Skarifikation durchleben. Diese dicke Schale wird dabei abgerieben und weicht im Verdauungstrakt auf. Ausgeschieden wird dann das Ganze, also der Samen zusammen mit dem Kot, also in einem feuchten, warmen Umfeld, perfekt für den Keimungsprozess. Aber keine Sorge, diesen Prozess können wir zu Hause auch ohne Vogelkacke nachahmen. Wir haben also 2 Stufen. Zuerst müssen wir die Reibung der Samen an Sandkörnern nachstellen. Das geht ganz, ganz leicht mit einem Schleifpapier. Aber bitte hört nicht auf diese schrägen Tipps, den Samenkorn anzuschneiden. Um das korrekt durchzuführen, muss man wissen, wie ein Samenkorn aufgebaut ist, wo und wie tief man schneiden soll. Zudem sollte es auch hygienisch sauber sein, denn mit diesem Schnitt machen wir eine Öffnung zum Keimling, dessen Immunsystem noch gar nicht existiert, weil er ja noch nicht wach ist. Also bitte nicht. Legt die Samen einfach zwischen 2 Schleifpapiere mit sehr feiner Körnung und reibt sie vorsichtig aneinander. So wird die Schale dünner und wasserdurchlässiger, ohne den Keimling zu verletzen. Der nächste Schritt: Wir brauchen pflanzliche Wachstumshormone, um auch den ältesten und schwächsten Samen zu wecken und das Wachstum anzukurbeln. Die beiden bekanntesten pflanzlichen Wachstumshormone sind wohl Auxin und Gibberellinsäure. GA3 nennt man das noch. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber wisst ihr, wie das Ganze funktioniert? Gibberellinsäure verwandelt im Samen gespeicherte Energiereserven von Stärke in Zucker. Dieser Zucker dient dann als primäre Energiequelle für den wachsenden Keimling, bis er seine Blätter entwickelt hat, um dann durch die Blätter Photosynthese zu betreiben und so seine Energie selbst zu produzieren. Auxine dagegen regulieren Prozesse wie Zellteilung, Zellstreckung, Spezialisierung der Zellen auf bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel Zellen für Wurzelbildung, Blattzellen und so weiter. Also allgemein, Auxin ist für das Wachstum der Pflanzenteile verantwortlich und auch dafür, dass alles am richtigen Ort und Stelle wächst. Fehlt es an Auxin, kann es zu Wachstumsstörungen und sogar Missbildungen in der Pflanze kommen. Auxin und Gibberellinsäure kann man einzeln als Pulver online kaufen. Allerdings ist es äußerst schwierig, konkrete Mengenangaben zu machen, wie viel von dem jeweiligen Mittel eigentlich pro Pflanze man benötigt, um keinen Schaden anzurichten. Ich meine, wir sprechen von Hormonen. Aber mein Kanal würde ja sein Ziel verfehlen, wenn ich dafür keine Lösung gefunden hätte. Es gibt nämlich eine natürliche Quelle, eigentlich mehrere natürliche Quellen, aber wir gucken uns heute 2 an. Eine dieser natürlichen Quellen ist nichts anderes als ein Lebensmittel, das in jedem Laden und sogar an jeder Tankstelle zu finden ist. Das ist ein ganz normales Bier. Ja, ihr habt richtig gehört. Bier ist nicht nur zum Trinken da, es eignet sich wunderbar hervorragend zum Vorkeimen der Samen. Bei der Bierherstellung während des Melzprozesses, wenn das Gerstenkorn durch Einweichen im Wasser zum Keimen gebracht wird,
beginnt der Gerstenkorn Gibberellinsäure und Auxine zu produzieren, die dann zum Teil auch im fertigen Bier verbleiben. Wie das mit dem Vorkeimen der Samen in Bier funktioniert, blende ich euch gleich als Texte auf dem Bildschirm ein. Aber vorher schauen wir uns noch eine absolut natürliche Quelle an, die diese pflanzlichen Wachstumshormone enthält. Diese Quelle bietet aber noch viel mehr. Sie enthält eine Fülle von wichtigen Elementen, die das Wachstum eurer Pflanzen fördern, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Umweltstress stärken und die Ernteanlage pro Quadratmeter auf natürliche Weise ohne den Einsatz von Chemiedünger erheblich steigern. Die Stars des 21. Jahrhunderts in der Welt des Gartenbaus und der Landwirtschaft sind die Bakterien Azotobacter crococcum und Bacillus subtilis. Diese Mikroorganismen sind wahre Superhelden in eurem Garten. Nehmen wir beispielsweise Azotobacter. Neben der Produktion von Pflanzenhormonen, die wir ja eigentlich benötigen, hat dieses Bakterium die erstaunliche Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft aufzunehmen und ihn in der Erde in einer Form zu fixieren, die von den Pflanzen sofort aufgenommen werden kann. Das bedeutet, es trägt wesentlich zur Nährstoffversorgung eurer Pflanzen bei, ganz ohne zusätzlichen Dünger. Bacillus subtilis hingegen hat eine andere Superkraft. Es produziert antibiotische Substanzen und andere Metaboliten, die pathogene Mikroorganismen im Aussatzsubstrat unterdrücken. Das Ergebnis? Keine kranken, unterentwickelten Keimlinge mehr, die reihenweise umfallen, obwohl sie genug Licht eigentlich abbekommen haben. Stattdessen bekommen wir starke, gesunde und stämmige Pflanzen, die auch mal nasse Füße oder eine lange Dürreperiode vertragen, was übrigens vor allem bei Anfängern sehr oft passiert. Beide Bakterien sind von Natur aus überall im Boden zu finden und sind für Menschen und Tier absolut unbedenklich. Damit die Mikroorganismen auf der Samenschale sozusagen kleben bleiben, nutze ich noch so ein Haftmittel, das wie ein schleimiger Schutzschild sozusagen oder Schutzüberzug wirkt. Es hält die Bakterien auf dem Samenkorn fest und schützt die Samenschale vor anderen Krankheitserregern. So kann Bacillus subtilis eine effektive Symbiose mit der Pflanze eingehen und sie später mit verschiedensten Nährstoffen versorgen. Zum Beispiel mit sofort verfügbaren Phosphorverbindungen. Irre, oder? Ich sage da nur AD in PK, Chemiedünger. Im lebenden Dünger hier von Let's Grow sind diese beiden Bakterien enthalten, zusammen mit weiteren nützlichen Bakterien Penicillium polymixer. Genau dieses Bakterium bildet diesen komischen schleimigen Schutzüberzug, der als Filtersystem für die Pflanzen und Bakterien dient und sogar Schwermetalle im Boden binden kann, damit sie nicht von der Pflanze aufgenommen werden. Also das nenne ich mal echte Innovation. Ich bin beeindruckt. Also Let's Grow, nicht schlecht. Um diese kraftvolle Mischung für unsere Samen vorzubereiten, nehme ich 250 ml abgekochtes lauwarmes Wasser und gebe ungefähr 3 ml von dem schleimigen Liposam hinzu. Nachdem ich alles gut geschüttelt habe, damit sich der Schleim gut in Wasser aufgelöst hat, füge ich eine Verschlusskappe von dem lebenden Dünger hinzu. Auch hier ist es wichtig, das Fläschchen vor dem Gebrauch ordentlich zu schütteln. So, diese Mischung wird dann erneut kräftig geschüttelt, um eine gleichmäßige Verteilung der Bakterien zu gewährleisten. Und falls jemand von euch noch Phytobakt
aus der letzten Saison übrig hat. Auch das kann zu der Mischung hinzugefügt werden. Eine Verschlusskörbe reicht vollkommen. In Phytobakt sind nämlich verschiedenste Stämme von Bacillus subtilis enthalten, die einen umfassenden Schutz für unsere Jungpflanzen bieten. Jetzt lege ich die Samen einfach auf einen saugfähigen Untergrund, sprühe sie mit dieser Lösung ein und lasse sie ca. 10-20 Minuten so liegen. Dann decke ich sie mit dem Aussatzsubstrat ab und sprühe das Ganze nochmal mit der Lösung, damit auch das Substrat sich komplett vollsaugt. So, das war's für heute. Die Samen lasse ich jetzt so vorkeimen. Meistens zeigen sie sich eigentlich schon nach dem 5. Tag, aber am 7. Tag sind sie definitiv alle oben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es dann weitergeht nach dem Vorkeimen, dann unbedingt einen Daumen drauf hinterlassen. Sobald ich hier 1000 Likes gesammelt habe, werde ich sofort ein Folgevideo drehen. Und jetzt an meine lieben Zuschauer und treuen Abonnenten. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. An all die, die jedes Mal sofort auf meine neuen Videos draufklicken, regelmäßig meine Videos kommentieren, liken, weiterleiten. Das alles ist eine großartige Unterstützung, für die ich mich unbedingt bei euch bedanken möchte. Dank dieser tatkräftigen Unterstützung konnten wir die Kooperation mit Liz Grow verlängern. Das heißt, der Rabattcode LEO15 für 15% Nachlass bleibt das gesamte Jahr 2024 gültig. Genial, oder? Aber das ist noch nicht alles. Für 2024 haben wir einen neuen Partner an Bord, der für Hobbygärtner und Selbstversorger ziemlich spannende Küchengeräte zur Ernteverarbeitung anbietet. Und das Beste dran, ihr bekommt 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Alle Details zu diesem neuen Partner in einem meiner nächsten Videos. Meine lieben Gartenfreunde, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen für euren Garten mitnehmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilt dieses Video mit euren Gartenfreunden und Familie und lasst uns gemeinsam lernen und wachsen. Bis zum nächsten Mal und vergisst nicht, euer Garten ist euer Paradies. Macht das Beste draus und bleibt grün!